Hi, hier ist Quert von pocketpc.ch und heute möchte ich euch die kostenlose App SwipePad zeigen. Die App ist kostenlos im Android-Markt verfügbar, kann aber mit kostenpflichtigen Add-ons noch ein wenig erweitert werden. Was die App macht, ist folgendes: Man kann auf dem Homescreen, aber auch aus jeder App heraus, folgendes machen. Dieses hier, und man kann einfach irgendeine App starten, die man hier möchte. Man kann, wenn man diesen Shortcut verändern möchte, einfach lange auf diesem Shortcut bleiben. Jetzt wird er gelb und wenn man jetzt den Finger loslässt, kann man verändern, was man möchte, kann man sehen, was man machen möchte. Hier sehen wir auch gleich die drei Plus-Buttons. Das sind die kostenpflichtigen Add-ons, kosten alle 1 Euro irgendwas. Man kann hier zum Beispiel ein Add-on machen, dass man auch Widgets hier öffnen kann, dass man einen App-Launcher hat, das heißt, dass man alle Apps hier einmal sehen kann und dass man Tasking, auch offene Tasks öffnen kann. Aber ich finde hier, mit Anwendung ist das schon sehr gut gemacht, wenn man da die häufigsten Anwendungen hat, die man benutzen möchte. Und wir können uns einmal kurz die Einstellung von dieser App angucken. Dafür rufen wir die einmal auf. SwipePad. Und wir sehen hier rechts diesen roten Balken. Das ist die Region, in der SwipePad momentan aktiviert ist. Man kann hier, also am Anfang einmal die SwipePad aktivieren oder nicht. Das ist ja logisch. Dann kann man hier die Region auswählen. Ich habe hier rechter Rand, obere Hälfte angehakt. Man kann aber alles mögliche anhaken. Und dann seht ihr, wird hier immer ein roterer Haken. Ich kann zum Beispiel linker Rand, untere Hälfte machen. Dann haben wir hier das. Das heißt, ich kann hier und hier das machen. Aber ich finde, hier oben rechts die Ecke ist schon ganz okay. Dann hat man nur diesen Bereich dafür vorgesehen. Man kann die untere Rand machen, untere rechte Ecke und so weiter. Dann kann man einen Sound beim Starten machen. Das möchte ich auch nicht. Man kriegt übrigens einen Vibrationseffekt, wenn man hier raufklickt. Und dadurch weiß man, dass man dieses SwipePad aktiviert hat. Und hier kann man sehen, die Add-ons, wir haben einmal den App-Launcher, More Space gibt es auch noch. Das heißt, man kann mehr als diese, ich glaube 3x4, genau 3x4 Apps machen. Damit kann man die Anzahl ändern. Mit Taskings kann man die offenen Tasks machen, mit WidgetPad die Widgets. Wir können hier helfen, indem wir helfen beim Übersetzen. Wir können uns Credits angucken. Hier kann man noch ein wenig einen Guide angucken, wie man das macht. Berühren Sie die vorgestellte Region. Rot markiertes Bildschirms, dort bekommst du Vibrationsfeedback. Zweitens, bewege deinen Finger zur Mitte des Screens, sodass SwipePad auftaucht. Das ist dieses hier. Und drittens wäre, lasse deinen Finger auf einer bestimmten Slot los, um eine Verknüpfung zu erstellen, orange, oder die zugewiesene Verknüpfung zu starten. Das heißt, wenn ihr sie blau seht, startet man das. Wenn es orange wird, kann man sie editieren. Das hatten wir eben ja schon gezeigt. Man kann das Ganze noch als Videoguide angucken. Hier werden nochmal die Widgets erklärt. Die Zusatz-Apps. Hier haben wir mal Tasks, die offenen Tasks, die wir uns angucken können. Mit mehr Platz kann man sich angucken, wie man die mehr Platz macht. Zum Beispiel, dass man 4 in einer Reihe hat. Und hier kann man auch oben den ganzen App-Launcher starten. Und mit WidgetPad kann man hier direkt Power Control Widget starten. Das wird dann hier drüber gelegt und gestartet. Ich kann das Ganze hier einmal auch mal ausprobieren. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel das Telefon starten, geht das Telefon einfach auf. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel das Internet starten, geht das Internet auf. Und so kann man halt auch die hauptsächlich benutzten Apps einfach wechseln. Können wir Twitter anmachen. Tapator können wir anmachen. Ich finde es eine sehr schöne App. Wenn man sich daran gewöhnt hat, hier oben den Finger zu machen, kann man sehr schnell hin und her springen. Das finde ich gut gelöst. Und deswegen finde ich, die App ist auf jeden Fall wert, einmal kurz installiert zu werden, dass ihr euch die angucken könnt. Wie gesagt, kostenlos, die Add-ons kosten etwas, davon lebt der Entwickler sozusagen. Ich überlege auch gerade noch, ob ich mir die Add-ons kaufen werde, zum Beispiel Tasks ist vielleicht ganz interessant. Ist die Frage, ob man das braucht, wenn man wirklich hier die 12 meistgenutzten Programme hat, die man benutzt. Beziehungsweise man braucht nicht nur Programme, man kann wie ich hier auch einen Shortcut zur mobilen Touch-Facebook-Seite machen. Da kann man halt auch in der App selber die App starten, das heißt, man braucht eigentlich auch keine Tasks. Aber ist ja jedem selbst überlassen. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch unseren Channel und besucht uns auf www.pocketpc.ch. Da habe ich jetzt auch im App-Vorschlage, in dem Apps-Bereich bei Android einen Vorschlagesthread aufgemacht. Wenn ihr selber mal wollt, dass wir eine App reviewen, schreibt dort einfach rein. Dann schauen wir uns die App an und schauen mal, was wir daraus machen könnten. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr hier wieder den Daumen hoch machen würdet.
wenn ihr das Video favorisieren würdet und auch über Kommentare, egal ob schlecht oder gut. Wir freuen uns über alles. Auch Kritik nehmen wir gerne an. Und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.